Nächster Schritt. Als Sechstes kommen nämlich jetzt die Latten dran, die hier hinter mir stehen, hier unten. Und die warten ja alle schon drauf, dass die zugeschnitten werden. Und genau das machen wir jetzt auch. Das Problem hierbei ist jetzt nur, ich habe jetzt hier keine Werkstatt. Ich habe jetzt einfach nur hier meine Terrasse. Und wie ihr gerade schon hinter mir seht, da gibt es ein nettes Baugerüst. Das heißt, ja, bisschen schwierig hier zu arbeiten. Aber egal, wir schaffen das trotzdem. Ich sage deswegen wir, weil nachher kommt noch der Lukas vorbei und der wird mir noch ein bisschen helfen. Bis dahin werde ich jetzt hier auf diesem netten Tisch vor mir schon mal anfangen, um die ersten Latten zu sägen. Habe ich den Lukas noch bei mir, der hilft jetzt mit, ist aber nicht fertig geworden. Während der Lukas jetzt hinter mir gleich weiter sägt, muss nämlich noch kurz das Sägeblatt tauschen, baue ich das Zelt nochmal schnell auf, weil ich habe es gestern hier abgebaut, damit, nein, vorgestern, Entschuldigung, dass die Bauarbeiter ein bisschen arbeiten konnten. Und das muss ich natürlich jetzt wieder aufbauen, also Schlüssel raus, los geht's. Solange der Lukas da draußen fertig sägt, fange ich hier schon mal hier an. Im Zelt drin und macht den Lattenrost wieder fest. Arbeitsteilung. Hab gehört, das soll helfen und macht es ein bisschen einfacher und vor allem ein bisschen schneller. Leute, bei 33 Grad laut Wetterbericht, hier gefühlt eher 35, 36 Grad zu arbeiten, ist echt kein Zuckerschlecken. Aber wir haben schon einiges hingekriegt. Papa. Und Pause. Ja, jetzt kommt der Lukas gerade her, schaut mal. Jetzt machen wir erstmal Pause. Ja, Melone, wie cool ist denn das? Pause vorbei. Lukas gibt mir gleich das nächste Stück, dann kann ich weitermachen. Ja. Der ist nämlich schon richtig geil am Arbeiten. Ich bin fertig geworden. Ja, es sind nämlich noch, wie viel? Zwei. Zwei Stück haben wir noch. Läuft bei uns. Geschafft. Kurze, aber schweißtreibende Aufgabe war das. Aber sieht echt geil aus und ich glaube, es könnte echt was bringen, was die Unterlüftung angeht. Schaut selbst. Rein des Spaßes wegen. Schauen wir jetzt mal, wie viel das Ganze gewogen hat, was wir rausgeschnippelt haben. Beziehungsweise was der Lukas rausgeschnippelt hat. Ob sich das gewichtsmäßig auch gelohnt hat und nicht nur für die Unterlüftung. Deswegen haben wir jetzt mal unsere Küchenwaage rausgeholt und hier auf den Tisch gestellt. Sind mal gespannt, was es kommt. Ja, eine Masse Holz, die wir jetzt rausgeschnippelt haben. Jetzt mal kurz die Frage, was denkt ihr, wie viel ist das? Wie viel Kilo?
Oder was kann ich dafür mehr mitnehmen? Bin mal gespannt. Schreibt es mir am besten unten in die Kommentare rein. Mal gucken, ob ihr da dem Ergebnis nahe kommt.